Liebe Kollegen, die Ereignisse überschlagen sich, die Märkte sind im freien Fall. Und man weiß nicht, ist es wegen des Vertrauensverlustes, der überall eingetreten ist, oder sind schon Spekulanten am Werke, die versuchen auszuloten, ob und wie weit sie die Märkte noch in die Knie zwingen können. Die ALDE-Gruppe hat schon im Februar diesen Jahres in einem ganztägigen Workshop versucht festzustellen, was sind eigentlich die Ursachen für die Krise und was sind konkrete Maßnahmen, die wir beschließen sollten, um eine Wiederholung dieser Krise in Zukunft zu vermeiden. Schuldzuweisungen an Einzelmarktakteure bringen nicht viel. Im Grunde müssen wir feststellen, wir haben alle versagt. Die Investmentbanken, in denen sie Produkte entwickelt haben, die zum Schluss keiner mehr wegen ihrer Komplexität verstanden haben, die Hypothekenbanken, die auf eine Bonitätsprüfung verzichtet haben, die Bewertungsagenturen, die sich großzügig über Interessenkonflikte hinweggesetzt haben, und die Aufsichtsorgane, die weder intensiv genug miteinander noch mit den jeweiligen Zentralbanken zusammengearbeitet haben und sich auch nicht der Mühe unterzogen haben, um wirklich Transparenz von Zweckgesellschaften zu erreichen, die auf keiner Bilanz einzeln ausgewiesen werden. Nichts ist passiert. Zu lange ist nichts passiert. Und ich muss hier auch sagen, die Kommission, die wir schon vor Jahren gebeten haben, in die Bewertungsagenturen hineinzuschauen und Transparenz über deren Aktivitäten uns zu verschaffen, die wir gebeten haben, Transparenz in anderen Bereichen zu verbessern, haben viel zu lange mit Maßnahmen gewartet. Jetzt werden praktisch jeden Tag Maßnahmen ergriffen, Maßnahmen, die man sich vor ein paar Monaten gar nicht hätte vorstellen können. Am Samstag die G7, am Montag die 27 Mitgliedstaaten, am Dienstag die Finanzminister, heute die Maßnahmen der britischen Regierung, gleichzeitig eine koordinierte Aktion der Zentralbanken und eine Zinssenkung. Gut, ich hoffe, diese Maßnahmen helfen, aber sie könnten auch von den Märkten missverstanden werden und als Ausdruck einer um sich greifenden Panik gesehen werden, und das müssen wir sicherlich vermeiden. Das Haus hat 27 Zimmer, das Feuer schlägt zum Dach hinaus. Aber was machen die 27 Zimmerbewohner? Sie versuchen, jeder einzeln ihren Zimmerbrand zu löschen, statt zusammenzuhelfen. Danke.